Hallo. Oh mein Gott. Was ist das denn für eine? Wie die aussieht. Sowas nennt man Evolutionsbremse. Oh, ich komme einfach nicht weiter mit meinem Puzzle. Das beschäftigt mich schon seit 3 Wochen. Vergiss zwischendurch nicht zu atmen, Einstein. Ich gebe mein Bestes. Das habe ich befürchtet. So, nun zu dir. Wer bist du und was machst du hier? Ja, hallo. Ich bin die Janine und komme aus Mannheim. Aus Mannheim, ja? Ich kenne nur Arschlöcher, die aus Mannheim kommen. Hey. Und was willst du singen? Ich will von Whitney Houston Jesus Loves Me singen. Bist du sicher? So wie du aussiehst, hast du gerade genug Gehirnzellen, um nicht ins Wohnzimmer zu kacken. Ich möchte dieses Lied meinen toten Eltern widmen. Von mir aus kannst du das Lied auch meiner Arschfalte widmen. Das interessiert hier keinen. Dann mach dich mal locker, Janine. Die Bühne gehört dir. Okay, also gut. Ooh, that I'm never alone. See, sometimes I'm lonely, but never alone. For the Bible tells me so. Das war mega kacke. Was? Das war doch total gut. Niemand hat dich nach deiner Meinung gefragt. Wenn ich sage, das war kacke, dann war das auch kacke. Hast du das kapiert? Das ist ziemlich anmaßend. Ey, ich glaube, ich hab's gelöst. Oh Mann, doch nicht. Sag mal, kannst du mir eigentlich mal verraten, wie du nach deiner Abtreibung aus der Mülltonne gekommen bist? Was? Keine Ahnung. Xavier, was sagst du denn dazu? Hm? Entschuldigung, ich hatte Kopfhörer drin. Ich bin von Idioten umgeben. Na gut, Schnucki, also erstens. Wenn ich ein Foto von dir aufhängen würde, hätte ich keine Ratten mehr im Keller. Und zweitens... Oh nein, es geht schon wieder los. Meine Hautmaske, schnell, Tacke! Okay, ganz ruhig bleiben, Herr Bohlen. Das kriegen wir sofort wieder hin. Entspannen Sie sich ein wenig. Und... voila! Viel besser. Also, wo war ich? Sie wollten mir sagen, ob ich im Recall bin. Du kriegst doch nicht mal Senf auf eine Bratwurst. Also was willst du im Recall? Und jetzt zieh deinen Kopf aus meinem Arsch und verschwinde, bevor ich dir eine reinhaue. Okay, Entschuldigung. Dann vielleicht im nächsten Jahr. Ja, komm ruhig nächstes Jahr wieder. Dann gebe ich dir den Rest. Ist doch nicht zu fassen. Das war ziemlich gemein von dir. Gemein? Hast du dir die mal angeguckt? Das habe ich, ja. Ich hab's. Oh Mann, doch nicht. Pietro? Ja? Vergiss es einfach.